So, ich habe einfach mal die Angel hier ein bisschen umgelegt und da war gerade irgendwie Bewegung. Ja, ne? Endlich. Moin! Mann, wir haben echt, wir haben uns lange nicht gesehen, oder? Ja, moin erstmal. Moin. Und ich, da, an der Testroute Biss. Ich war ein bisschen vor Olli hier, bin ja hier vorbereitet, hab die volle Hitze, ne? Das wird auch jetzt Zeit, dass wir mal wieder drehen, weil sonst gewöhne ich mich noch wieder an eigenes Angeln. Und habe ich geile Fische gefangen die letzten Wochen. Echte Klamotten. Und ja, ich muss den Modus mal wieder umstellen. Und habe heute Morgen beim Hellwerden schon Köderfische besorgt. Olli hat auch noch was Gefrorenes mitgebracht. Wollen wir mal gucken, was wir da gleich nehmen. Ihr wisst ja, eine Angel musste ins Wasser. Olli war noch im Anflug, aber der war ja voll vor der Zeit noch da. Ich wollte schon viel weiter sein. Ja, was soll ich erzählen? Lass uns mal einen Film machen. Wir wollen ja Raubfischangeln machen. Köderfisch, Pose, Grund, vielleicht eine mit dem Wurm. Ich weiß es noch nicht. Aber die Nummer vorrangig ist mit Köderfisch auf ja, Hechtschander, Barsch. So ganz kann man sich das dann ja manchmal nicht aussuchen, was beißt. In der Hoffnung, dass ja ein Fisch kommt. Mal, Olli hat Köderfische mitgebracht. Mal sehen, was das für ein Material ist. Olli, was ist das denn hier? So, Olli hat eingekauft. Was haben wir heute für ein Datum? 7.11. Warst du heute schon einkaufen? Nee. Ja, aber hier. Ja von letztem Jahr. Nee, 7.11.22. Gestern war ich einkaufen. Ja. Aber nicht. Ja, pass mal auf. Olli, Bio-Paprika, Geflügel, Mortadella, Teewurst grob. Mini-Baby-Bill. Ja. Almzeit-Geflügelrolle, Weizenmischbrot, Alter, hat Studentenfutter. Ja. Das lese ich nachher noch mal genauer durch. Der hat nicht noch viel mehr gekauft. Aber jetzt Köderfisch wollte ich mir angucken. Ja, das ist auch eine gute Größe, Olli. Kannst du dich von Prag sagen? Sind die von Prag? Ja. Prag, danke für die Fische. Freut mich. So, ich muss noch eine Kiste aus dem Auto holen. Kurzer Weg. Komm da erstmal rein. Hoffentlich vergesse ich die da drin nicht. Das wäre schon übel. Und ich will mal gucken. Da hat eben einer gezuppt. Ich habe da mal einen Tauwurm drauf gemacht. Ah, nee. Kein Fisch. Aber vom Wurm fehlt was. Da angel ich jetzt so irgendwie auf 4 Meter, 4,5 Meter Wassertiefe. Hatte ein bisschen Bedenken hier, ganz viel Laub, dass die Seite vielleicht nicht so gut ist heute. Aber das war ein Biss. Und das war irgendwie ein kleiner Fisch. Und wo die kleinen sind, ne, da sind auch die großen. Und das gucken wir uns mal an, ob wir davon einen verhaftet bekommen. So, Olli, du passt auf die Angel auf. Achso, darfst du ja gar nicht. Nee. Nee, darfst du gar nicht. Du hast keinen Angelschein. Nee. Na, ich habe einen Angelschein, Jörg, aber ich habe keine Gewässerkarte. Ja, du hast mir deinen Angelschein noch nie gezeigt, da bin ich mir manchmal nicht so sicher. Aber du tust ja auf jeden Fall so. Das heißt, gebrauchsfertige Angel, kein Angelschein. Wenn die Kontrolle kommt, gibt es Theater. Deshalb nehme ich die gleich einmal wieder raus und dann hole ich meine Kiste. Weil unbeaufsichtigt darf sie auch nicht bleiben. Aber ja, spannend, ein Biss. So, und richtig abgelegt, damit sie da nicht mit abhauen können, weil er bügeldicht ist. Ich freue mich auf den Tag, Olli. Ich mich auch, das ist gut. So, Klamotten geholt. Jetzt muss ich die Angel auch gleich mal wieder, musste die natürlich schon mal wieder reinwerfen. Aber da schon wieder Biss. Nee. Nicht gefangen. Aber ich werfe sie trotzdem noch einmal raus, Olli. Das halte ich sonst nicht aus und dann tüdel ich mal. Wow. Nordfriesland, ne? Wind ob in Nes.
Ja. Ich kann mir das auch gleich mal ordentlich ausrichten. So ist besser. Das ist so herrlich. Ich habe gar keine Lust, die Angeln aufzubauen. Ich kann mich jetzt hier so hersetzen mit der einen Angel hier. Bisschen anfüttern und mal gucken, was passiert. So, ein bisschen Futter habe ich hier schon angefeuchtet. Wie gesagt, ich habe heute Morgen beim Hellwerden Köderfische geangelt. Ich weiß nicht, ob die reichen. Und deshalb mache ich mir da mal so einen kleinen Futterpunkt, auch in der Hoffnung, dass sich da Fische hinstellen. Und dann liege ich da vielleicht auch noch eine Angel mit dem Köderfisch drauf. Weil der liegen bleibt, den greifen die sich. So. Jetzt will ich das aber einmal hier vernünftig eintakten, weil ich habe hier geklippt irgendwas. Wo habe ich diese Schnur den ganzen Clip? Na, das wird so nichts. Da hole ich mir einen Tüdel ab. Das mache ich gleich mal ordentlich. So, anfüttern. Ich weiß, wir machen Raubfischfilm, aber Köderfische muss man ja auch fangen können. Und ein bisschen füttern will ich da. So, die Kante. Wo kriege ich sie? Da klippe ich jetzt ein. Nehme mir noch ein bisschen Schnur, weil die wird noch ein bisschen wegdriften hier. Habe ich mal nach links geworfen und einberechnet, dass sie jetzt leicht nach rechts treibt, dass ich sie jetzt gleich geradeaus habe. So, da werde ich jetzt mal ein bisschen was hinwerfen. So, best hand. Wollen wir das mal nicht übertreiben. Ich werde aufgrund des Windes hier treiben überall Blätter. Ich hätte am liebsten mit drei Posen geangelt. Aber Schnurbogen und so, das wird in dieser Lücke hier ungünstig. Ich werde jetzt eine Angel auf Grund fertig machen mit Fisch. Die werde ich ein bisschen darüber legen. Und eine Posenangel mit Fisch werde ich erstmal an die Kante legen. Werde das, ach, das erzähle ich euch gleich. Und die lassen wir erstmal da und das wird wahrscheinlich auch noch eine Köderfischangel. So, das ist der Plan. Olli, ich krieg die Krise. Ich habe eben so angegeben, dass ich alles super vorbereitet habe. Sogar Ersatzstippschnüren mit und so. Aber da war ich schon wieder dabei, weil mir meine Schere fehlte. Ne? Aber ich habe hier eine Wurmschere, mit der muss ich heute mal arbeiten. Aber mit einer ordentlichen Schere geht das besser, glaubt mir das. Ich habe ja Hoffnung, dass ich noch was finde hier, aber das sieht schlecht aus. Da kannst du vier Vorfächer auf einmal bauen, Jörg. Stimmt. So weit habe ich noch nicht gedacht dabei. Ich brauche Blei. Boah! Guck mal hier, Olli. Das ist ein Plan, oder? So, Grund, Drift. Ich mache da mal einen 40er drauf. Leichter oder schwerer werden kann ich immer noch. So, Grundangeln habe ich noch vorbereitet. So, falls das noch die Mitte wird, grün, mache ich mal die. So, auch wenn die vorbereitet ist, ich weiß gar nicht, wo wir die letztes Mal benutzt haben. So, Z-Cast, da mache ich ja ganz viel mit. Einmal checken. Aber das sieht noch alles ganz gut aus. Keine Beschädigung. So, jetzt hänge ich mal den Aalhaken aus. Und so fängt das Chaos an. Das werde ich aber gleich noch regeln. Und Angelschule, ne? Guck mal her. Den Wirbel, ich weiß, wo wir das letzte Mal benutzt haben. In der Nordsee, Olli. Husum. In der Nordsee, Husumer Hafen. Und der ist jetzt verrostet. Und den werde ich erneuern. Nicht so nach dem Motto, geht ja noch. Immer wenn man denkt, geht ja noch, kommt so ein Kollege, so wie der hinter Olli liegt da. Und dann geht's dann in die Hose. Ja, ja, so, das stell dir mal vor. Dann kommt der richtige Kollege und dann ist der Wirbel auf einmal kaputt. Das ist für den Fisch schlecht und auch
für den Angler. Deshalb werde ich das jetzt verändern mit der vierfach Wurmschere. Und wenn wir dann dabei sind, trennen wir uns gleich mal von so einem Meter Schnur hier. Meistens leitet die ja unten. So, Wirbel, das habe ich hier Größe 2, Größe 4. Mal hier auf dem Raubfisch angeln. Obensknoten, Schlaufe, ne? Kennt ihr ja noch. Ich war so lange nicht mehr angeln. Ich glaube, ich muss schon bald wieder neu angelernt werden. Kannst aber Folge 1 anfangen. Ja, hätte ich sogar noch mal wieder Bock drauf. So, Blei drin. So, meine Stahlpuffächer, die wickele ich ja fast immer wieder ordentlich auf. Es sei denn, da ist wieder so eine Paniknummer. Da ist ein abgewickeltes. Das ist in Ordnung. Jetzt hole ich mir mal einen Köderfisch und dann haben wir schon mal eine Angel auf dem Raubfisch gehabt. So, das ist jetzt ein frischer Köderfisch. Morgen geangelt. Der ist abgeschlagen, der ist gestochen. Jetzt passiert es manchmal, dass wenn man einen Fisch aufzieht, dass da, weil Herbst, ne? Da gibt es ja manchmal hier, guck mal, so ein bisschen Nervenzucken noch. Und das kann man nicht vermeiden. So, und jetzt lege ich hier den Stert in die Schlaufe und fixiere den hier mit dem Gummi. So, hier ein Zwei-Haken-System. Wenn er jetzt einen Fisch nimmt, kann ich relativ schnell anschlagen und den klüdere ich da jetzt mal raus. Hier, um das dann auch noch mal klarzustellen, wirklich toter Fisch. Ich habe die Blase jetzt nicht kaputt gemacht, damit der so ein bisschen sich da unten in der Strömung bewegt. Also mit Blase meine ich natürlich die Schwimmblase. Ne? Die habe ich jetzt hier an diese Kante gelegt. Die liegt jetzt so auf 4,5 Meter Wassertiefe. So, jetzt lege ich die ab. Jetzt lege ich die Schnur ins Gummi. Und das nach Möglichkeit immer so, dass hier keine lose Schnur rumfliegt, die sich irgendwo noch rumhängen kann. So, eine Angel mit Fisch draußen. Jetzt baue ich die zweite, baue ich mit der Pose. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Können wir uns hinsetzen, dann fehlt nur noch eine Kaffeefee. Wir haben so fantastische Posen. Wäre auch geil, ne? Aber ich werde die fischen. 15 Gramm Tragkraft. Ja, doch ein bisschen tiefer. Die muss ich vielleicht auch mal auf 7, 8 Meter da legen. Und muss dann vielleicht das Blei auflegen. Und die Taktik soll sein, ich werde irgendwie, denke ich, 6 Meter mal tief stellen. Dann wird die im freien Wasser treiben und das Blei wird dann an der Kante kleben bleiben. Und an dieser Kante vermute ich, dass da Fisch stehen könnte. Und ich habe jetzt bewusst diese Pose genommen, weil wir wissen ja nicht, wie lange wir heute brauchen. Oder kann ich zur Not einen Knicklich reinmachen. Das ist schlau, ne, Olli? Nur damit du weißt, was auf dich zukommt. Ja, mal sagen. Ja, wollte das ja nur mal gesagt haben. So. Noch einen Anruf an hier, ich muss mich zurück, wenn es dunkel wird. Ja? Ja, aber dunkel ist es ja lange. Gut, die baue ich dann mal drauf und finde ich cool. Ich mag ja gern mit Posen angeln. Ja, jetzt kommt wieder das Problem mit der geflochtenen Schnur, nicht sauber abgeschnitten, ne? Wegen der Wurmschere. Aber wenn die Schnur recht neu ist, Erfolgserlebnis, hat geklappt.
Jetzt packe ich das erstmal beiseite. Oder habe ich hier das richtige Blei drin? 12er, 10er, 20. Guck mal hier, das sind ja so die perfekten Bleie dafür. 15, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, packt die das auch ganz gut. Und da braucht ihr euch auch nicht so viel Gedanken machen. Der Köderfisch im Wasser, der bewirkt da gar nichts. So tragkraftmäßig. Man, gut, ich habe eine stabile Schere mit. Kommen deine Dinger auch ran, Olli. So, gleich möchte ich euch mal zeigen, weil ich finde die ja klasse. Die benutze ich ja auch in kleinen, so zum Stippen und können wir, damit er besser über die Kante segelt, ziehen wir hier die Gummis ab. Sind Gummis drauf. Die Bleie sind ganz hochwertig verarbeitet, keine scharfen Kanten. Sind keine Bleie. Okay, sind ja keine Bleie. Ich weiß, du hast recht. Das ist schon Bleiersatz. Tanksten. Jetzt schiebe ich hier diese beiden Gummis drauf. Jetzt kann ich das Blei hier festsetzen. Das kann uns auch nicht abhauen, weil der Schwerpunkt des Bleis ist unten. Und wenn ich das jetzt so baue, kann ich mein Vorfach quasi verlängern. Man kann das ein bisschen besser driften lassen, dass der Fisch dann auch mal so ein bisschen über die Kante wegrutscht. Ich ziehe jetzt aber, nö, keine Gummiperle darunter. Ich hatte gerade eine Idee, aber das geht nicht. Knote ich den Wirbel dran. Ich habe hier eine Geflechtschnur drauf, die hat irgendwie 18 Kilo Tragkraft. So, Knoten fertig. Ich mag das ja mal nicht so gern leiden, wenn da Reste überstehen. Aber mit der Schere und Reste müssen wir ein bisschen verzweifeln. Dann machen wir das mal so. Abgesichert. Kann auch nicht mehr rutschen. So, den Stopper kürze ich gleich ein. So, Geflechtschnur. Fadenstopper ist die sichere Nummer. Ich lasse hier auch so ein ganzes Stück stehen. So, und das ist ja mit den aufgeräumten Kisten, so fängt die Unordnung dann an. Fadenstopper, Geflechtschnur. Es taucht häufig ein Problem auf, dass, und zwar, dass die Perlen dann über den Knoten rutschen. Weil Geflechtschnur ist halt dünn. Und in den Berechnungen geht man dann aus, hier Fadenstopper Größe L, 30er Monoschnur vielleicht. Und dann, ja, ist die Schnur aber so dünn. Und dann kann mal die Perle drüber rutschen. Deshalb besorgt euch mal Perlen, die dann auch so ein kleineres Loch haben. Dann gibt es da keine Probleme, weil das ist voll ärgerlich, wenn man sich das gebaut hat und auf einmal rutscht der Stopper, also die Perle über den Stopper, dann ist man genervt. Muss man wieder tüdeln. Ich gehe davon aus, dass ich einen Biss auf den Wurm da hatte, Olli. Oder habe. Das gucken wir uns gleich mal an. So, jetzt will ich mal gucken, wie die Pose gebleit ist. Boah, fantastisch. 15 Gramm passen genau. Haben wir genau richtig gemacht. So, dann habe ich hier so Heldentum. Ich hatte hier ganz viel lose Schnur drauf. Habe noch gedacht, das ist nicht gut. Wenn ihr jetzt so eine Rolle auseinanderschraubt, weil ich habe jetzt ein bisschen Schnur um die Achse gewickelt, das kann ja mal passieren, dann baut das nicht über dem Wasser auseinander. Weil, so, Angelschule, jetzt nehme ich mal die Schraube, die sichere ich erstmal. Wenn euch die in den Bach fällt, ist das nicht vorbei. Jetzt ziehe ich die Spule ab, mal habe ich das runtergewickelt. Jetzt liegt er hier. Diese Scheibe drauf, die ist ganz wichtig, die ist für den Spulenhub wichtig. Wenn die ins Wasser fällt, ist er auch vorbei. So, und jetzt wickele ich das schon mal wieder ab. Und das macht man dann am besten, ja, nicht über dem Wasser. Und ich bin voll begeistert von mir. Das hätte ich gar nicht nötig gehabt, weil ich habe das vorher geahnt, weil da eine Schlaufe runtergefallen war beim Montieren, aber das wickel ich jetzt einmal auseinander. Und wenn ihr eine Rolle mal in der Hand habt, die ihr mal auseinander hattet und die Spule bewegt sich nicht mehr hoch und runter, dann könnt ihr das mal kontrollieren, ob ihr das Teil irgendwo liegen lassen habt.
Manu, wir kriegen einen Film fertig mit Jörg wickelt einen Tüdel auseinander. So, wenn ihr dann auf einer Angelrolle lest, FD. FD bedeutet Front Drag. Also Kopfbrande. Und diese Schraube, guck mal, so ist mir das eben passiert. Und da habe ich sie da einfach runtergedreht. Jetzt halte ich sie mal fest. Jetzt geht das besser. Jetzt suche ich mal einen Stahl und dann... Nee, ich lote vorher aus. So, ich kenne ja die Struktur hier so ein bisschen. Ich bringe das Ganze jetzt mal auf 5 Meter. Ungefähr. Guck mal, Angelstock ist lang 3,30. Kann man das ja so ganz gut hochrechnen. Und jetzt ticke ich wieder mal raus. Pose liegt. Beim Ausloten hier, sage ich mal ein bisschen weiter. Pose steht, ist jetzt durchgelaufen da draußen. Und jetzt kurbel ich hier mal ein bisschen ran, damit ich jetzt den Kantenverlauf auch zu passen bekomme. Immer noch tiefes Wasser. Drüben habe ich einen guten Fisch gesehen unter der Kante. So, und da legt die Pose sich jetzt hin. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Distanz. Und so werde ich das jetzt angeln. Ich überwerfe das ein bisschen und dann lasse ich die treiben. Und stelle jetzt das Blei noch mal ein Stück höher. Wenn ich das Vorfach einhänge, habe ich viel Platz und dann kann der noch so ein bisschen an der Kante längs surfen. Und vielleicht wird das was. So, links habe ich einen Biss. Nehme ich die anderen Angeln raus, damit sie mir hier nicht im Weg rumliegen. So, finde ich auch spannend. So, Bremse nochmal kontrollieren hier. Versuche ich mal so die lose Schnur aufzunehmen, damit ich nicht so in den Wind haue. Weil wenn der das durchs Röhrchen jetzt gezogen hat, das kann ja sein. So, beim Anhieb habe ich jetzt die Hand auf der Spule. Das geht besser. Und habe ihn nicht bekommen. Der Fisch ist ab, oder? Der hat mir den Fisch darunter gepult. Slow down. Oh, hat der den, das war ein Tock beim Absacken. Der hat ihn losgelassen. Ich glaube, er hat ihn losgelassen. Tock beim Absacken. Und so hart hat ihn losgelassen. Beim Absacken ist der einmal so da reingerumst. Also, unspannend ist was anderes. Die Angel noch gar nicht wieder im Wasser. Das gucke ich mir noch mal an. War der Biss hart. Mal sehen, ob am Fisch was zu sehen ist. Da ist ganz neuer Fisch gerade rausgeworfen. Doch, da ist ein Loch. Guck mal hier. Neben meiner Stichwunde hier, da. Das habe ich nicht gemacht. Und da ist auch noch ein Loch. Das sieht nach Zander aus. Pff. Ich greife ich. Der Wind lässt auch ein bisschen nach. Olli, das wird noch Angelwetter. Das wird noch was. So. Ich habe einfach mal die Angel hier ein bisschen umgelegt. Und da war gerade irgendwie Bewegung.
voll fest, irgendwie in die Kante reingezogen. So, da gibt es so Tage, ne? Da kann man machen, was man will. So, naja, Glück gehabt. Ich habe die Pulse nach unten abgestoppt. Für den Fall, dass ich mal einen Abriss habe, den bekomme ich meine Pulse wieder. Also wenn ihr einen Stopper drunter baut, Sollbruchstelle ist ja das Vorfach, wenn das dann abreißt, habt ihr den Proppen auf jeden Fall wieder. Eigentlich gar nicht so ein guter Tipp, ne? Für die Angelgerätehändler. Also, Arsch in der Hose, ich moderiere jetzt vorsichtshalber schon mal ab, weil das Licht geht uns weg. Ich werde hier nochmal einen neuen Fisch drauf machen. Was soll ich sagen, ich habe hier echt gewühlt und gekämpft, Chancen gehabt, aber da ist keiner kleben geblieben. Und das ist das Problem bei dieser Angelei, wenn man dann nicht so ganz lange warten will mit dem Fisch und rechtzeitig anschlägt, hat man nochmal einen Fehlbiss. Risiko sind wir eingegangen. Aber vielleicht kommt ja noch einer und dann schnibbelt Olli den hinterher. Unser Ziel ist, Fisch geht weiter. Für alle, die dann mal hier so, Jörg, und alle 14 Tage nur, nee. Wir tauchen jede Woche auf, Sonntag 17 Uhr und abwechselnd. Unser Ziel ist Fisch und dann kommt Fang mal was, dann kommt unser Ziel ist Fisch und dann kommt Fang mal was. Bleibt gesund, haut rein, wir machen weiter. Bye.